Unfassbar, aber wahr. Dieser junge Mann ernährt sich ausschließlich von Baked Beans und Toastbrot. Ich kaufe immer 24 Dosen Bohnen und spätestens, wenn ich nur noch 8 habe, brauche ich Nachschub. Trotzdem ist er voll durchtrainiert und wurde damit zur Mediensensation. Letztens rief so ein Fremder: Hey, da ist Mr. Bean. Und er treibt seine Freundin damit in den Wahnsinn. Ich hasse es, das nervt total. Es ist 10 Uhr morgens in Huddersfield, ein kleiner Ort in der Nähe von Manchester, England. Wie jeden Morgen holt Gary erstmal seine tägliche Portion Milch, frisch vom Milchmann. Dann gibt's Frühstück, das na klar aus einer Dose Baked Beans und Toastbrot besteht. Denn solange sich der 25-Jährige erinnern kann, ist er süchtig nach den weißen Bohnen in der süßen Tomatensauce. Mein ganzes Leben habe ich nur das gegessen. In der Grundschule durften wir nicht spielen, solange wir nicht gegessen haben. Also habe ich das Essen einfach in meine Hosentasche gesteckt. In seinem ganzen Leben, behauptet Gary, habe er nie ein Stück Obst oder rohes Gemüse gegessen. Unglaublich, aber das ist sein täglicher Essensplan. Morgens eine Dose Bohnen, 2 Scheiben Toast. Mittags und abends gibt es 2 Scheiben Toast mehr. Dazu trinkt er Milch. Seit 2 Jahren lebt Gary mit seiner 20-jährigen Freundin Beth zusammen. Und die ist von seiner Bohnensucht extrem genervt. Früher gab es jeden Tag nur Baked Beans und Toast. Irgendwann habe ich dann gesagt, ich esse alles, außer Bohnen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich hasse das Zeug. Nur im Notfall, wie im Urlaub oder im Restaurant, erweitert Gary seinen eingeschränkten Essensplan. Weil es im Ausland oft keine Baked Beans gibt, weicht er auf Pommes und Kartoffelbrei aus, wie im letzten Urlaub. Da gab es zwar Bohnen, aber die waren für Gary ungenießbar. Ich zeige euch mal unser romantisches Dinner. Das war im Urlaub. 12 Tage lang hat er nur Toast und Pommes gegessen, weil sie in Kroatien keine Baked Beans hatten. Ein Pommes und Brot, Candlelight Dinner. Und ihre Liebe geht sogar unter die Haut. Schon 2 Wochen, nachdem sie sich kennengelernt haben, gab es die Partner-Tattoos. Um ein bisschen Romantik in den bohnenbestimmten Alltag zu bringen, muss sich Beth schon was einfallen lassen. Ich schütte dann die Bohnen einfach in diese Herzformen oder mache den Toast besonders schön. Man kann ja nicht wirklich was Romantisches machen mit Bohnen. Das nervt. Und selbst Castle, der Hund der beiden, ernährt sich abwechslungsreicher als sein Herrchen Gary. Tatsächlich ist die Sucht nach bestimmten Lebensmitteln eine inzwischen anerkannte Krankheit. Selektive Essstörung oder auch Essensphobie genannt. Die Betroffenen können nur bestimmte Lebensmittel zu sich nehmen. Der Gedanke an anderes Essen macht ihnen Angst, widert sie an. Wenn ich Leuten dabei zusehe, wie sie was anderes essen, dann finde ich das eklig. Das ist einfach zu viel unterschiedliches Zeug auf dem Teller. Zu viele unterschiedliche Konsistenzen und Farben. Die Angst vor gesunder, abwechslungsreicher Ernährung wird Menschen wie Gary oft zum Verhängnis, warnen Ärzte. Durch seine Ernährung wird er auf Dauer nicht alle Mineralien und Stoffe aufnehmen, weil die Ernährung einfach zu einseitig ist und das wird ihn über die Jahre schädigen. Dass seine Sucht nach einem bestimmten Lebensmittel oder Getränk gefährliche Folgen haben kann, zeigt der Fall von Stephen Genderton. Das Einzige, was ich in den letzten 5 Jahren getrunken habe, ist Cola. 60 Dosen Cola am Tag hinterließen ihre Spuren. 2003 war er depressiv und wog 200 Kilo. Seitdem hat er sein Leben umgekrempelt, abgenommen und die Cola-Sucht besiegt. Auch Craig Flatman ist süchtig nach Süßem. Ich esse nur Toast mit Marmelade. Craig war erst 3,5 Jahre alt, als seine Marmeladentoastsucht begann. Seine Mutter machte sich erst keine Sorgen, dachte, das sei nur eine Phase. Wir haben alles versucht, aber anderes Essen hat er nicht vertragen. Er wurde krank davon. Allein der Geruch anderer Lebensmittel verursacht bei dem Jungen Übelkeit. Ähnlich ist das bei Gary, der allerdings trotz seiner einseitigen Ernährung gesund scheint. In den Bohnen seien angeblich alle Nährstoffe enthalten, die er zum Überleben braucht. Und der 25-Jährige hält sich mit Sport fit, arbeitet ab und zu als privater Fitnesstrainer. Auch sein Hausarzt, meint Gary, hätte ihm bescheinigt, er sei gesund.
Ich find's lustig, jeder denkt, du kannst so nicht überleben, wenn du nur Bohnen isst, aber das geht, du brauchst keine Abwechslung. Diese Einschätzung ist genauso gefährlich, wie sie falsch ist. Auf lange Sicht muss sich etwas an Garys Ernährung ändern. Aber Mr. Bean, wie ihn seine Freunde nennen, will das noch nicht wahrhaben. Vielleicht wird sich das bald ändern.